Was sind denn deine politischen Ziele im Europäischen Parlament? Was möchtest du da durchsetzen? Also grundsätzlich wäre ja am wichtigsten, dass wir als alle Piraten, die halt reinkommen, dass wir zusammen halt dafür einstehen, dass wir die Copyright-Reform halt vernünftig durchführen. Das wird ein großes gemeinsames Projekt, nicht nur von einzelnen Piraten sein, dass wir uns da für die Transparenzregelungen einsetzen, dass das Europäische Parlament noch transparenter wird. Das ist von großer Bedeutung für unsere politische Arbeit. Und jenseits davon sind ja meine eigenen Schwerpunkte mehr auf das internationale Handeln ausgerichtet. Und da möchte ich zwei Dinge persönlich gerne erreichen. Das ist so eine Art Metaziel, könnte man sagen, dass man halt sich grundsätzlich einsetzt für eine stärkere europäische Integration, ein gemeinsames Handeln der europäischen Nationen. Da haben wir es natürlich als europäische Partei, also dass wir viele europäische Piratenparteien haben, die gemeinsam antreten, jetzt mit einem gemeinsamen Programm, dass wir vorleben können, wie man halt gemeinsamer, geschlossener abstimmen kann, eine größere Gemeinsamkeit erreicht und halt eine europäische und weniger national getriebene Position einnimmt und so halt in der Welt auch effektiver und nachhaltiger handeln kann. Und damit kann man dann letztendlich auch in der Entwicklungszusammenarbeit viel mehr anstellen und effektiver wirken und auch hier auch ökologisch nachhaltiger. Die Piraten wollen ja sowieso eine gemeinsame Fraktion bilden, falls die noch größer werden sollte. Welcher Fraktion sollten Sie sich denn dann deiner Meinung nach im Europäischen Parlament anschließen? Das ist ja immer davon abhängig, wie das dann aussehen wird. Mhm. Die Fraktionen, die jetzt existieren, ist ja nicht gesagt, dass die im nächsten Europäischen Parlament auch genauso aussehen. Da werden sich vermutlich neue Fraktionen bilden. Da können wir dann von Anfang an gleich auch mitreden. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man das fortführt, wie Julia es angefangen hat, dass man eine Zusammenarbeit mit den Grünen sucht. Aber ich denke auch, dass bei den liberalen Parteien innerhalb von Europa eine Möglichkeit besteht. Aber grundsätzlich sollte man da relativ offen sein. Aber ich glaube, mit Populisten werden wir uns nicht zusammentun. Wo siehst du denn die größte Stärke der europäischen Piratenparteien im Europawahlkampf? Tatsächlich sehe ich unsere größte Stärke jetzt genau darin, was wir hier heute gemacht haben, dass wir ein gemeinsames europäisches Piratenprogramm anbieten, dass wir zu den Wählern gehen können und sagen, egal wo ihr in Europa wählt, ihr wählt Piraten, das ist dasselbe Programm. Wir haben ergänzend ja wahrscheinlich oder je nachdem, wie es dann hier auch bei uns in Deutschland noch läuft, mit nationalen Themen, dem noch nebenan stellen. Aber als Basis dient ein gemeinsames europäisches Wahlprogramm, was uns auch als paneuropäische Bewegung zeigt. Und als einzige europäische Partei, die das halt auch überhaupt den Wählern anbietet, dass sie, egal wo sie in Europa wählen, sie wählen das Gleiche.